Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 17 auf der Neustadt Map mit Aru. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich sehr. Und in der letzten Folge hatte ich euch meinen Fuhrpark gezeigt und ich stehe hier wieder in meiner Lieblingshalle. Und heute werden wir uns mal um dieses kleine Feldchen hier kümmern. Da stehen nämlich Sojabohnen drauf. Das ist Feld Nummer 7. Ist auch erntereif. Und das werden wir jetzt vernichten. Ne? Die Sojabohnen werden wir einfahren und ins Lager bringen. Mal schauen, was es uns bringt. Und dafür werde ich jetzt mal in unser Monstrum steigen. Den Class Lexion 600. Geiles Ding. Der passt ja auch wirklich gerade so rein in die Halle. So macht Arbeiten Spaß. So, dann fahren wir hier mal drum. Und dann werden wir uns den Schneidwerkswagen besorgen und auf Feld Nummer 7 fahren. Ich glaube, so viel kommt da nicht raus. Lange wird es auch nicht dauern, weil es ziemlich schnell gehen wird mit diesem riesen Drescher hier. 9 Meter Arbeitsbreite. Optimal, würde ich sagen. Na? Will er nicht? Jetzt haben wir ihn. So. Machen wir mal die Rundumleuchter an. Das ist ja gefährlich hier mit uns. Oh, der war knapp. Gerade so bekommen die Kurve. Und dann schnell zum Feld. Keine Zeit verlieren hier. Zeit ist Geld. Und mir ist noch aufgefallen, dieser Betrieb hier nennt sich immer noch Milchviehhof Koller. Milchhof Koller. Da werde ich mal eine Umbenennung beantragen, würde ich sagen. Milchviehhof Aru. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das mit dem Schneidwerk hier am intelligentesten regel. Ich und Intelligenz. Ha, da vorne ist so ein Drehplatz. Guck mal, da wo das kleine Wasserfass steht, da werden wir das mal machen. Was für ein geiles Monstrum. Oh Gott, das wird doch nichts. Der Platz ist viel zu eng. Obwohl, um erstmal durch das Ding zu greifen, reicht's. Ich habe natürlich hier Mods drin wie Fruchtzerstörung. Der Reifenschmutz, diese reelle Gewichtsverteilungsmod habe ich mit drin. Deswegen muss ich jetzt aufpassen. Ich darf auf gar keinen Fall durchs Feld fahren. Dann ist die Ernte nämlich kaputt. Das wollen wir ja nicht. Sehr schön, hat funktioniert mit dem Schneidwerkswagen. Manchmal macht er Probleme, aber hat geklappt. So, dann fahren wir hier ganz kurz illegalerweise auf die Straße. Was mir dabei auffällt, ich habe den Verkehr immer noch aus. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich werde ihn einstellen, natürlich. So, dann geht's los. Das Schneidwerk zuerst einklappen. Ach, hör auf. Das wusste ich ja noch nicht. Ich musste natürlich erst den GPS-Laser da ausfahren. So, dann kümmern wir uns erstmal um schöne Vorgewände hier auf Feld 7. Optimal. Und die ersten Sojabohnen werden eingefahren. Schönes Gerät. Also bei der Arbeit habe ich ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn wirklich für dieses Projekt zum ersten Mal mir runtergeladen und verwende ihn zum ersten Mal. Macht Spaß. Vor allen Dingen oben diese riesige Öffnung. Ist saugeil. Vor allen Dingen, wenn du dann im Sommer, wenn es warm ist und gerade keine Ernte hast, führst du einfach Wasser rein und hast einen Pool, Alter. Mega gut. Sauber. Also das wird richtig schnell gehen hier, ihr seht es schon. Der düst ja ab, der hat ja auch 12 km/h beim Ernten drauf und nicht nur 10 wie die anderen Drescher. Und dann noch 9 Meter Arbeitsbreite. Wahnsinn. Dann werde ich ihm das Vorgewende machen, dann werde ich den Helfer mal einstellen und
mich direkt darum kümmern, dass hier ein Anhänger herkommt, der dann das Ganze, die Sojabohnen natürlich auch abtransportiert. Fachgerecht. Hier haben wir noch einen kleinen Unterstand, habe ich jetzt gerade gesehen. Ist natürlich auch richtig geil, dass auf den Feldern oder an den Feldern auch Unterstände noch platziert sind. Finde ich gut. Ich denke auch, mir werden auf der Neustart-Map jetzt hier viele Details auffallen, die mir so in den Livestreams gar nicht aufgefallen sind, weil es ja da geht es ja ein bisschen hektischer zu, sagen wir es mal so, ne? Und hier habe ich ein bisschen Zeit, mir alles in Ruhe anzusehen. Ich freue mich da sehr drauf. Es wird auch demnächst wahrscheinlich noch ein LS17-Projekt von mir kommen. Habe ich im Moment echt Bock drauf. Das war auch schon länger geplant, das andere Projekt. Allerdings kann man ja dazu sagen, zufälligerweise hatte jemand, ein befreundeter YouTuber, dieselbe Idee wie ich. Und ausgerechnet an dem Tag, wo ich quasi vorbereitet habe, dieses und dieses Projekt, da hat er die Folge rausgebracht. Also es war natürlich reiner Zufall, weil er musste es ja auch ein paar Tage vorher gemacht haben und gerendert und hochladen, blablabla. Das war der größte Zufall, den es überhaupt gibt. Ich habe einen Livestream veranstaltet hier, welche Map nehmen wir, welche Mods, blablabla, haben uns entschieden. Und dann wirklich eine Stunde später veröffentlicht er dieses Video und ich dachte so, oh nee. Oh, ich habe jetzt hier 4 Stunden heute quasi vergeudet. Aber dann habe ich auch ernsthaft überlegt, das Projekt gar nicht mehr zu machen, aber dachte mir so, komm, die ganze Arbeit, jetzt hör auf damit. Hör auf rumzuspinnen, es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Mods und Maps und man kann das Rad nicht neu erfinden. Ich könnte selber eine Map bauen, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber die würde extrem scheiße aussehen, hätte ein Feld und 700.000 Bäume oder so, würde wenig Sinn machen. So, nach hier nochmal ein Vorgewende, damit sie nicht die Straße blockieren. Und dann steige ich in meinen Trecker ein. Ja, das andere Projekt wird dann auch demnächst losgehen. Oldtimer-Projekt kommt sehr gut an bei euch. Sauber, richtig geil. Freue ich mich sehr. Freuen wir uns sehr drüber, muss man natürlich dazu sagen. Ne? Musel, ich, Gnomi, die Graubis. Sehr schön, dass das so bei euch angekommen ist. Hat sich die Mühe gelohnt. So. Und ich würde sagen, wir nehmen uns den kleinen Fiat Agri. Und schau mal, was der so kann. Ob der den Hänger ziehen kann. Der wär's, klingt der. Da einen dahin zu kriegen. Kämpft zwar ein bisschen. Bin gespannt, wenn der gleich voll ist. Aber sieht doch cool aus. Gutes Gespann. Gefällt mir. Vor allem die Farben passen auch echt gut zusammen. Das war auch reiner Zufall. Das war jetzt nicht irgendwie geplant oder sowas. So, kein Verkehr. Fahren wir. Was ich mich gerade frage ist, hatte ich nicht den Inspektor mit drin? Ach, da ist er. Ich musste nur selber aktivieren. Der Inspektor ist dabei. Hallo Inspektor. Also, dadurch sehe ich natürlich jetzt, wie viel Sojabohnen im Drescher sind. Zeit ist noch. Ich stelle mich hier erstmal irgendwie an den Rand. Und dann holen wir doch nochmal direkt die Sämaschine ran. Was nehmen wir da? Wir nehmen mal den schönen Glas. Damit holen wir uns direkt die Sämaschine und werden direkt, düngen. Wir müssen erst... Oder ist das eine Direktsaat mit Düngung? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da muss ich erst gucken. Das wäre natürlich wichtig zu wissen. Nicht, dass ich dünge und dann ist hier Düngezeug schon mit drin. Das wäre natürlich schwachsinnig. Kein Düngezeugs. Gut. Dann dünge ich zuerst, aber mit einem anderen Gerät. Der bleibt hier stehen. Und ich hole mir den Johnny. Oh, Johnny. Ich glaube, der John Deere ist nämlich richtig geil zum Düngerstreuen. Also ist sowieso ein geiles Gerät, aber dafür ist er perfekt. So, schön hier den Axis-Düngerstreuer vom Kuhn-DLC
Danke, Hoddle. So, F1 ist auch ausgeblendet, sehe ich gerade. Er hat auch ein riesiges Fassungsvermögen für den Düngerstreuer. Unglaublich. Also diese kleine Größe hier, da hat der normale vergleichsweise Düngerstreuer hier 700 oder 800 nur. Das ist schon echt schicky. Kriege ich auf jeden Fall wahrscheinlich die ganze Map einmal mit gedüngt, so nach dem Motto. So, voll ist er. Plane schließen. Und auf zum Feld. Oh, guck mal, das ist wegen dem Gewicht. Die Real-Gewichtsmod, seht ihr das? Wie der schon nach hinten abhebt. Vielleicht sollte ich mir noch ein Gewicht abholen für den. Ich brauche noch ein Gewicht. Meniergewicht? Wie viel wiegt denn das? 1200 Kilo. Der kriegt ein Meniergewicht. Ha! Ich finde, das passt. Zum Düngerstreuer passt ein Meniergewicht. Süß. Das holen wir mal schnell ab hier beim Shop. Hoffe, dass ich dabei nicht umkippe oder abhebe oder sonst irgendwas. Er ist hier fleißig am Arbeiten. Sehr schön machst du das. Dann habe ich noch 18.400 in der Kasse. Siehst du, Gewichte habe ich vergessen zu kaufen. Aber ist kein Problem. Also die kaufe ich dann jetzt auch. Oh, guck mal, da steht ein Minion. Ha, ist ja geil. Hier steht einfach mal ein Minion auf dem Hof. Der sieht ja fett aus. Hallo Minion. Die Idee ist witzig. Ich habe immer gedacht, oh, Minion-Gewicht, ich habe das schon ewig da drin. Aber dachte so, was soll ich denn damit? Aber irgendwie ist das ja witzig. Gucken, wie der gleich aussieht. Und ob das Gewicht reicht, die 1200 Kilo. Ich hoffe es. Aha. Achso, ich dachte. Aha, sag ich schon. Ja, Gewicht scheint schon auszuhelfen. Das sieht ja fett aus. Witzig ist es auf jeden Fall. Mach ich mal, da mache ich ein Thumbnail von. Ne? Man braucht ja immer so ein Bild. Das ist ja geil. Mache ich immer mehrere Positionen. Ne? Ja, ach komm. Weiter geht die wilde Fahrt, komm. Keine Zeit verlieren. Auf geht's zu Feld Nummer 7. Wir düngen drüber. Wenn wir dann schon dürfen. So, der Drescher ist zur Hälfte voll. Ey, das ist aber nicht schlecht. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das sind ja dann 6000 Liter, die jetzt schon zusammengekommen sind an Sojabohnen. Das ist mehr, wie ich standardmäßig im Lager habe. Das ist gut. Da bin ich sehr zufrieden mit. So. Stellen wir den hier auch mal ab. Sehr schön. Das ist natürlich richtig cool. Ach, da kann ich eigentlich schon anfangen zu düngen. Was soll das? Ist doch Zeitverschwendung. Rumstehen kostet nur Geld. Oh, ich weiß gar nicht, was der für eine Arbeitsbreite hat hier, der Gute. Da war er. 24 Meter. Oh, da muss ich aber erstmal austesten. Ja gut, hier auf jeden Fall locker easy. So, schön die Kunstdinger hier aufs Feld bringen. Gerade ich mit meinen Bauernregeln, ne? Gut, dass hier auf dem Feld nichts wächst. Hätte ich sonst direkt platt gefahren. Sauber. Gefällt mir die Arbeitsbreite, echt. Oh.
passiert mir beim Controller, nicht wundern. Man hat hier die Pfeiltasten, um zwischen den Fahrzeugen zu switchen. Und auf den Pfeiltasten mache ich auch hier näher ran und weiter weg. Und da bin ich jetzt gerade mal abgerutscht. Das passiert. Als Anfänger so. Ja. Hammer. Also sieht richtig schön aus, wie der sich hier abkämpft. Ja, der Drescher, der zieht seine letzte Bahn. Oh, guck mal, wie gut das gepasst hat. Millimeter genau. Nichts stehen gelassen, gar nichts. Sauber, ey. Das ist schön. Nee, finde ich super. Das Feld ist genau abgemessen für den Drescher, quasi auf gut Deutsch. Optimal. Düngen bin ich auch gleich schon durch. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder für Folge Nummer 2. Hier von der Neustadt-Map. Ich freue mich sehr, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch gefällt hier mein geiler Traktor mit Minion-Gewicht. Also ich finde ihn echt schön. Den werde ich auch... Doch, den Minion lasse ich beim John Deere. Das gehört jetzt zusammen. Ist ein Dreamteam. Mal gucken hier noch schnell. Letzte Bahn. Ah, letzte wird es wohl nicht. Da muss ich wohl nochmal. Ja, da muss ich nochmal. Gut, dann fahren wir gleich noch eine Bahn. Ich wollte mich zu früh verabschieden. Das tut mir natürlich leid. Geht mir der Drescher im Weg. Egal, da drehe ich. Kriegen wir auch hin. Wird der Drescher natürlich ein bisschen vollgespritzt. Ach, siehst du? Eine Sache habe ich noch überhaupt nicht gekauft. Einen Kärcher, um die Fahrzeuge nach der Arbeit natürlich sauber zu machen. Der fehlt mir noch. Warte mal, der soll mir hier die letzte Bahn fahren? Ach, macht er gar nicht, Behelfer. Weil er denkt, er ist fertig. Finde ich nicht cool. Arbeite. Oder hätte ich jetzt noch den Drescher leer gemacht? Fährt er hier vielleicht? Ja, hier fährt er. So, dann mache ich noch schnell den Drescher leer. Und dann haben wir es ja schon wieder gepackt für die Folge. Finde ich ja super. Und wir haben ein ganzes Feld geschafft. Wahnsinn. Unglaublich, Leute. Der Düngerstreuer macht, was er will. Der wendet da gerade. Naja, gut, lass ihn mal. So. Rohr ausfahren. Ganz schön überladen hier. Au. Rohr ist ganz schön weit, sehe ich gerade. Ah, es passt aber gerade so. Gut. Der Düngerstreuer ist auch durch. Ja, dann verabschiede ich mich für die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst auch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Denn es gibt sehr viele Projekte hier. Und Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Aro. Ciao.